Kostüm ausziehen. Moment. Okay, Sam zieht sich aus. Ich zieh mich aus. Alte Bücher des Kults oder so? Ah, okay. Du sagst sie nicht mehr. Ein Tagebuch. Oh, bei Tagebuch ist sie genauso. Oh, jetzt erstmal Tagebuch lesen. Was? January? Nee. Januar? Der. Zehnte? Ah, der Zehnte könnte sein. Das ist ein Albtraum. Wie konnte das passieren? Ein Vogel ermordet. Einfach so. Die restlichen Seiten sind nicht leserlich. Okay. Das ist einfach nur meine Handschrift. Ziemlich gemein von dir. Hast du das geschrieben? Naja, Daten an... Lebend-Experimenten. Ah, das ist das Intro. Ah, ja, ja, das ist vom Anfang. Oh, da steckt etwas drin. Oh, Code-Memo. Oh, da, das der ist Code. Der Code vom Safe. Na, der Safe, der war irgendwo bei ihr irgendwo in der Nähe von dem Zimmer, oben. Ne? Ja. Okay. Hallo? Hey, Mama. Ah, sie müssen mal hochbringen zu der ihre Tochter sucht. Ah. Hallo? Es schmerzt. Hilf mir! Ja, komm, wir bringen dich hoch. Oh. Oh, das ist ihre Erinnerung von dem Kind, oder? Oh nein. Ich will nach Hause. Ich will Mama sehen. Mach dir keine Sorgen. Ich bring dich zu ihr, wenn das hier vorbei ist. Nein. Ich will jetzt gehen. Mama. Keine Sorge, alles wird gut. Oh, sorry, du. Du magst das, glaube ich, zu lesen. Ne? Ja. Wir wollen nur diese Medizin testen. Es mag etwas schmerzen, aber keine Sorge. Du wirst dich bald besser fühlen. Und der mit seiner FFP2-Maske. Er hat schon richtig drauf geachtet, ne? Ja. Da wird er auf jeden Fall kein Corona-Problem machen. Stopp! Halt, stopp! Halt, stopp! Ich möchte das nicht! Aua! Ah, da haben wir dann! Und tot! Stopp! Komm, ich bring dich zu Mama! Oh no. Mama! Nee, wir müssen die mit hochnehmen, oder? Ja, ich würde sagen, wir nehmen sie mit. Ja, wir nehmen sie mit. Na, wie nehmen wir sie mit? Dadurch nehmen wir sie. Das Pendant geben wir dann der... Ja, das ist ein Anhänger, ne? Ja. Oh, ist was rausgefallen? Na, rumgeschmissen. Oh. Ja, ich glaube schon, das wird dann halt sehr kritisch werden, weil sie ist ja halt die Tochter von dem Vater, der da halt so Experimente macht. Ja. Und sie liebt halt ihren Vater, weil sie ihr Vater im Grunde auch ist und sehr viele gute Erinnerungen auch an ihn hat. Und dann macht er halt so Menschenexperimente. Ja, wie in unserer Geschichte. Wie in der Geschichte, die wir geschrieben haben, ja! Und ja. Ich weiß nicht, was meinst du? Wird sie auf der Seite von ihrem Vater stehen oder wird sie dann irgendwie sagen, nee, was? Strange Noise? Oh, da kommt was. Habe ich mich gerade richtig eingestellt? Oh mein Gott, okay. Ah, jetzt kannst du da auch durch. Okay, ab jetzt kommst du wieder. Müssen wir nochmal speichern? Okay, ich speichere mal kurz und dann kannst du übernehmen. Okay. Mal kurz meine E-Mails checken währenddessen. Ja, Priorities. Was wird passieren, wenn die jetzt Leute geschrieben werden? Dann wäre erstmal so, okay, erstmal stopp. Ich hätte gesagt, oh, ich bin voll Fan, warte mal einen Moment. Okay, und jetzt noch West links. Ist. Ja, links. Links, genau. Ja.
Okay. Hallo? Oh, ein bitteres Juwel. Ein Edelstein. Ah. Ich glaube, du kannst auch rennen, glaube ich. Ich weiß nicht wie. Warte, kann man so? Nee. Warte, irgendwie. Ist das schneller? Nee, ich glaube, sie. Ich habe dazu nicht die richtigen Schuhe an. Sie ist einfach so, ja, egal. Ja, gut, okay, sorry. Also jetzt wissen wir, wo das Geräusch herkam. Sollen wir jetzt erstmal den Code da machen und das Kind da an die Mutter bringen und so? Ja, das können wir machen. Dann, ja, lass erstmal wieder zurückgehen, ne? Obwohl ich theoretisch, glaube ich, nochmal einmal zurückgehen würde und gucken würde, ob das Monster da noch ist. Ist noch da? Hallo? Kommt das wieder? Hallo? Kannst du da runter? Das sah so ein bisschen aus wie so ein kleiner Tanz, den du mit dir gemacht hast. Ich bin nicht dran rum. Sorry, ich kann das nicht. Das Nee, es musst gab, du glaube ich, auch machen. gar keinen Weg da raus, ne? Nee, ich habe nicht gesehen, wie ich da wieder drum rum bin. Ja, gut, dann. Ich habe diese Reaktion nicht. Ich bin das nicht. Ja, jetzt schiebst du mir. Achtung, ich bin wieder in der Tastatur. Das heißt, es ist nichts, aber wenn was passiert, sterben wir nochmal. Wo waren das jetzt? Ich war irgendwo ganz rechts gewesen, glaube ich. Genau, die Mutter war ja. War die nicht da drin? Ich glaube, die war da drin. Hallo? Ja, da ist sie doch. Und jetzt, da würde ich bei ihr dann das Pen, dann, also den Anhänger anwenden, irgendwie da so in der Was Ecke. muss ich jetzt drücken? Ich würde sagen, hier auf Escape, dann Item und dann gehen wir auf das Pendando. Und jetzt Enter. Enter. Würde ich sagen. Das ist ihr Anhänger. Oh, das ist Kind. Hallo? Ich gehe mal zur Seite. Mama! Ja, ich muss einfach drücken. Ich vergesse es. Colina! Colina! Ah! Ah! Sie wurden also beide hier ermordet. Jetzt stelle ich mir es. Ah, das haben wir gut gemacht. Ach, süß. Der Vater stirbt so im Keller und wird so ermordet. Und wir so, ja, wir haben jetzt erstmal Geister zusammengebracht. Ah, ich muss wieder Enter drücken. Okay, wir haben Oh, guck mal, da 26. hinten liegt. Ah, liegt da Hier auch war das was? doch, wo. Ah, ja. Ah, jetzt muss ich den. Achso, wir müssen erst die Note an, dafür ansehen. Du kannst wieder auf. Okay. Escape, ne? Genau. Und jetzt Item und jetzt Enter. Ja. Oh nein. Okay, interessant. Dann. Ich glaube, das müssen wir uns aufschreiben. Okay, ich habe mein Handy hier liegen. Ich habe meins auch hier liegen. Wollen wir das machen oder wollen wir das nicht machen? Ja, ich würde es schon sagen, dass ich das machen Während du kann. das aufschreibst, trinke ich noch was. Ja, ich mache einfach ein Bild davon und dann passt das schon. Also wir müssen jetzt erstmal ein bisschen zählen. Ich gehe schon mal zum Haupteingang. Mach du das mal, du bist schneller. Ja, du warst jetzt gerade was am Trinken. Wo sitze ich drauf? Ah, ich sitze auf den Oliven. Oh, warum hast du die hinter mich gestellt? Wie lange? Wir freuen an der Tastatur. Okay. Okay, wie viele Leuchter sind hier? Vier, ne? Ja. Okay. Lass mich erstmal hier ein Juwel aufheben. Ich mache jetzt Notizen. Also vier Leuchter. Das war gar nicht mal so schwer, den auszuweichen, ehrlich gesagt. Das nächste waren. Nochmal kurz in meine Notiz gucken. Changing Room Heads. Waren wir schon mal in dem? Ich weiß gar nicht. Nein, ja, nicht. Also rote. Okay.
Hüte? Dolls. In dem Dollwurm. In dem Puppenraum. Puppenraum. Na, wie viel sind hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sechs rote Das ist Puppen. die dritte Zahl. Genau, 6 Puppen. Dann Barrels in the Cafeteria. In der Cafeteria war unten, ne, wo wir Dort, wo doch der waren. Hund war. Das war die Küche, müsste die Ah, nee, beim Cafeteria. Raben. Genau, Barrels, das sind doch so, wo so Fässer Wein drin eigentlich, hätte ich ist. gesagt. Ja, müsste es. Fässer. Jetzt sind wir aber in der Küche. Hier sind drei Fächer. Fässer. Hatte Hund so no reaction. Ja, drei Fässer sind hier. Mehr. Nee, hier sind auch mal welche. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Oder? Ja, können Drei und sein. drei. Okay. Das Geräusch nervt. Von dem Hund. Ja, von dem Hund. Ja, dann sagen wir wieder Tschüss. Nee, tschüss, tschüss. Tschüss. Na, weil Cafeteria waren ja keine. Ja, und dann ist hier noch der. Oh Gott, das war die Kitchen, das war die Küche. Und jetzt hier unten. Kann ich hier weg? Ach, hier würden die. Changing Room. Ach, hier ist der Ah, Changing Room. da waren wir noch nicht dran, glaube ich. Nee, nee, hier ist doch hier das Kleid. Ach So. komm, das brauchen wir eh ein Stück. Ah, A dann dress können for a wir. doll. Aber jetzt sagt sie, dass es alt ist. Ich glaube, wir brauchen erst das Messer. Damit wir es abmachen können, ne? Ja. Was brauchen wir hier? Wir brauchen hier Chain. Hüte, oder? Ach, wir müssen das rechnen. Okay, also Changing Room Hats. Also die Hüte in diesem Raum. Das hier sind Schuhe, das heißt, das sind ein. Ah, okay, danke. Dankeschön, sehr lieb. Fünf Hüte. Minus. Minus Badezimmer Planters. Planters? Müssen wir ins Badezimmer? Das, ja, das Badezimmer ist hier. Eins, zwei, drei. Drei, oder? Planters. Den werde ich nicht machen. Ja, gehen wir mal zurück. Ne? Ich glaube, das Einzige, wo vielleicht was sein könnte, wären die Fässer, wo wir uns vielleicht verrechnet haben könnten. Aber der Rest bin ich mir ziemlich sicher, dass das richtig ist. Oh, Okay. das war noch das. Wo war das? Das war hier, ne? Der kommt. Also. Was stand jetzt da nochmal? Lies nochmal vor. Chandeliers, Leuchte. Vier. Oh, das ist cool. Changing, also die Hüte minus den Pflanzen. Fünf Hüte minus drei Pflanzen ist zwei. Dann die roten Puppen. Sechs. Und dann die Fässer. Neun. In der Küche halt, ne? Ja, das ist falsch. Also, ich denke mal, ich gehe mal einfach die Fässer ein bisschen runter drin. Mach mal drei Fässer. Auch nicht richtig? Nur eine Brute Force hier. Nee, eins kann es nicht sein. Das müsste eine Zahl zwischen. Die Hüte nicht gestimmt haben. Meinst du, sie hat falsch gerechnet? Ich will einfach vertrauen. Jetzt können wir nochmal die Hüte zählen. Ja, also die Fässer bin ich Moment. jetzt alle durchgegangen. Also das erste war Leuchter, ne? Ja. Vier Stück. Ja. Ich hätte gesagt, dass es neun Fässer sind, sechs rote Puppen, fünf Hüte, drei Pflanzen. Lass uns mal die checken. Ja. Also, da bin ich jetzt, weil wir das selber nicht gezählt haben, bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, wie richtig Ja. das ist. Weil das ist das Einzige, was wir nicht gezählt haben. Das sind auf jeden Fall vier Chandeliers, Genau. Ich ne? möchte nur nicht so lange hier sein, Ja, weil ja. die Monster sonst wieder zurückkommen. Ach nee, ist das. Wir können trotzdem nochmal die Pflanzen zählen. Das Und waren drei. Planters. Planters sind doch drei, ne? Ja. Ja.
4, 3, 4, 5. Welche was? Aber ich finde es interessant, dass sie hier angibt, wie viele ist. Ja. Warum das bei den anderen nicht angegeben? Wenn ich mir jetzt hier noch bei den Pflanzen stelle. Weißt du was? Oder sind Planters einfach nur die zwei hier? Warum? Was macht das? Was macht das schon hier? Okay. Wenn wir nochmal in die Küche gehen. Ja, dann warte, war es die Cafeteria oder die Kitchen? Eigentlich steht hier halt Cafeteria. Ja, dann stimmt das nicht. Aber dann ist es 0 einfach. Oder? Probier mal 0. Weil wir sind jetzt davon ausgegangen, dass es in der Küche halt diese Fässer gibt, wovon es eine Menge gibt, aber vielleicht ist es einfach wirklich 0. Probier mal 0. Nee. Nee. Warte, das war jetzt 4, 2, 6. Ja, 4 Leuchter, 5 Hüte minus 3 Pflanzen. Dann vielleicht die roten Puppen stimmen. Aber uns doch bitte. Vielleicht eine versteckt. Sind 6 rote Puppen, wenn ich es richtig sehe. 1, 2. Ah, aber da hinten waren ja nochmal. Ah, da waren noch 2, ne, oder? Ja. Ja. Ja, gut. Okay, die können auch jetzt da bleiben. Stimmt. Warte, wie viel sind das dann? 8, ne? 6 rote Puppen plus 2 sind 8, ja. Okay. Ja, gut. Ah, da war der Sneaky. Warte, was war das? Oh, jetzt ist. Kriegt der Rocket von 0, ne? 0 ist auch gewesen. Ja, 0 war auch das richtig. Das war richtig sneaky, okay. Nice. Guck mal, wir sind voll die Rätselmasse hier. Ja. Okay, Lock opened. Wir haben jetzt einen Code geöffnet. Und da sind die Sachen von Mama drin. Ich kann ihren Geruch riechen. Erstmal an allen riechen, was da drin ist. Ja. Da ist eine Lampe hier drin. Ah, nice. Ja, wozu müssen wir eigentlich nachher ein Feuer machen? Ganz schön dunkel. So ist es gut, ein Licht zu haben. Ich leihe mir das nur, Mama. Guck mal, dann braucht sie die Torch doch gar nicht. Ja. Sie wollte dann mal abfackeln, aber jetzt haben wir erstmal eine Lampe. Mamas Parfüm. Ja. Oh. Sollen wir nochmal probieren, ins Dunkel runterzugehen, weil so langsam sollen wir mal nach Papa schauen, ne? Sind sie mal ganz weise. Ja. Ich finde es gut, dass wir die ganze Zeit erstmal rumgehen, ja, erstmal Sachen zählen. Oh, Backflash? Nee. Flashback? Backflash. Backflip. Backflip. Ist der immer noch am Arbeiten? Oh, er hat das gesehen. Oh. Ja. Papa? Ah ja, da bist du ja. Sagt dein Vater dir nicht immer, dass du nicht in den Keller gehen sollst? Mama? Oh. Die Mutter hat's auch gesehen. Ich wusste es. Er betrügt mich mit ihr. Ich kann's nicht glauben. Irgendein Mädchen, das er von der Straße genommen hat. Das heißt, mit jemand anderem wäre sie okay gewesen, oder wie? Das ist ein blöde Ding. Oh, ist ja nur weggeschmissen. Wahrscheinlich irgendwie ein Anhänger oder Geschenk von dem Vater. Mhm. Und hat dann die Eier aufgesammelt. Mama ist normalerweise so nett, aber an diesem Tag, da war sie eine ganz andere Person. Oh. Ach, das Parfüm hat er ihr wahrscheinlich geschenkt. Dieses Parfüm. Ich habe es wieder in ihren Schrank getan danach, aber sie hat sich drum gekümmert. Das ist gut.
Nach all dem, Mama hat es von Papa zu ihrem Jahrestag bekommen. Ich nehme es mit als Glücksding. Richtig romantisch, mein Glücksding. Das Glücksding. Nee, Mama. Tschüss, Mama. Ist noch was drin? Noch was, was wir nehmen können? Nee. Noch was, woran wir riechen können? Da hat sich was bewegt. Was ist das? Links, links, oben, rechts. Links, links, oben, rechts, rechts. Links, unten, links, rechts, links. Unten, unten, rechts, links, unten. Rechts, unten, oben, oben, unten. Sollen wir nochmal gucken? Okay.